Von wegen, alles ist super, alles ist easy, alles ist toll mit dem Klima, mit der deutschen Wirtschaft, mit den CO2-Abgaben. Unser Wirtschaftsminister geht hier im Internet viral, weil er mit immer haltloseren Aussagen versucht, die aktuelle Situation zu verklären. Doch die Experten sagen mittlerweile einhellig, nein, es ist nicht mehr verkraftbar, was uns diese Politik aktuell zumutet. Seien es die Unternehmensverbände, seien es jetzt mittlerweile sogar die Medien, seien es jetzt die Experten. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wir haben hier neue Konjunkturprognosen gerade vom IWF reinbekommen. Und hier muss man wieder sagen, ja, was soll ich dazu sagen? Spannend und interessant, dass die jetzt langsam auch mal auf den Trichter kommen. Warum müssen es wir YouTuber sein, die schon vorher prognostizieren, dass es mit den wirtschaftlichen Entwicklungen nicht mehr bergauf geht in Deutschland? Jetzt zieht sozusagen das IWF nach und senkt die Konjunkturprognose für Deutschland entgegen dem, was Habeck noch selbst prognostiziert hat. Und das Interessante ist vor allem folgende Zusammenhang, ne? Schaut mal hier, wenn wir uns nämlich einerseits anschauen, dass die deutsche Wirtschaft entgegen den vorherigen Erwartungen des Wachstums, wo es ja hieß irgendwie 0,5% Wachstum und so weiter, war ja erwartet. Jetzt heißt es eigentlich nur noch 0,2% Wachstum. Aber das Wichtige ist ja vor allem der Vergleich, weil schaut mal hier, die Weltwirtschaft und deren Prognose steigt von 3,1% auf 3,2%. Die Weltwirtschaft ist nach wie vor bemerkenswert widerstandsfähig. Das Wachstum bleibt stabil und die Inflation kehrt zum Zielwert zurück, heißt es. Und das, genau das ist ja schlussendlich auch der ultimative Vergleichsmaßstab, nach dem man sich eben im Wirtschaftsministerium messen muss. Weil, wenn all diese ganzen Krisen, Energie, Inflation, Kriege und so weiter, eben sich so auf die deutsche Wirtschaft auswirken, dann tut es sie ja auch auf die ganzen ausländischen Wirtschaften, also auf all die ganzen anderen Länder auswirken. Wie kann es also sein, dass die Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft erhöht wird, während sie für Deutschland sinkt? Ja, und ich habe hier den ultimativen Faktencheck gerade gefunden zum Thema Kernenergie, ne? Die Bild-Zeitung postet mittlerweile Wohlstandsverlust in Milliardenhöhe aufgrund des Kernkraftaus, ne? Ökonom Frondl stellt klar, die Abschaltung der Kernkraftwerke in den vergangenen Jahren bedeutet einen klaren Wohlstandsverlust für Deutschland in Milliardenhöhe. Auch die Ökonomin und Wirtschaftsweise Professor Veronika Grimm geht in einer Analyse davon aus, dass die Stromkosten trotz sinkender Produktionskosten in den nächsten Jahren nicht sinken, sondern bis 2040 leicht ansteigen, und zwar um 18 pro Kilowattstunde. Veronika Grimm, übrigens, muss man dazu wissen, wurde damals selbst von Habeck vorgeschlagen als Wirtschaftsweise. Das heißt, selbst die Ökonomen, die von Habeck vorgeschlagen werden, sind mittlerweile in ihren Analysen gegen den Wirtschaftsminister. Und hier geht es aber noch weiter, ne? Anstatt selbst kostengünstig Atomstrom zu produzieren, importieren wir nun verstärkt Strom aus dem Ausland. Ironischerweise oftmals auch Atomstrom aus Frankreich, so der Ökonom Frondl. So, das Ding ist halt, wenn wir mal das ganze Kernkraftthema kurz beleuchten, dann kann ich euch jetzt wirklich das Ganze mal wirklich empfehlen. Anna Vero Wendland, auf X unbedingt folgen. Sie hat das Ganze nämlich jetzt ganz konkret mal zusammengefasst in 12 verschiedenen Punkten. Und wenn man das liest, wenn man sich das anschaut, wenn man sich dieses unfassbare Chaos anschaut, auch selbst wenn man jetzt aus Klimaaspekt und aus Klimarichtung argumentieren will, müsste man sagen, beim Klimaschutz hat diese Wirtschaftsregierung insgesamt völlig versagt, von A bis Z. Schaut euch mal hier diese Projektion kurz an, die sie nämlich auf X hier geteilt hat. Ich habe euch auch den Account unten verlinkt, ne? Und hier sehen wir jetzt nämlich, wie könnte eigentlich Deutschland abschneiden bei der CO2-Intensität, wenn wir keine Kernkraftwerke abgeschaltet hätten. Schaut mal hier, das wäre nämlich dann genau
diese rote Linie, Germany without nuclear phase out, dann würde sozusagen hier unser CO2-Fußabdruck in den letzten Jahren immer weiter nach unten gehen. Da wir aber ja die Kernkraft abgeschaltet haben und somit eine klimaschonende Energiegewinnungsmaßnahme, ist eben hier wieder eine Steigung zu verzeichnen gewesen. Ja, genau seit dem Datum, wo die Ampel in Regierung ist. Das ist eine glasklare Korrelation. Ja, und sie schreibt dazu so spannende Punkte. Es sind insgesamt 12 Stück. Ich kann euch wirklich empfehlen, lest die unbedingt durch. Das Schlimmste war da längst passiert. Eine Erinnerung für alle, die nicht unter grünen Kunstharz-Narrativen eingesargt werden wollen. In 10 Punkten, der Atomausstieg war der Ausstieg aus einer Klimaschutztechnologie, die vor Ausstieg 30% unserer Stromversorgung bestritt. Es wurden nicht 3 AKW mit 4,2 Gigawatt, sondern 21 Gigawatt gesicherte CO2-arme Leistung mutwillig zerstört. Nicht Merkel hat den Atomausstieg erfunden, sondern Rot-Grün unter Gazprom, Schröder und Fischer im Jahr 2002. Sie legten Kohle und Gazprom als Backup der Energiewende fest. 6 Anlagen mit 8,4 Gigawatt wurden unter der Ampel abgeschaltet. Dafür sind Wirtschaftsministerium, Habeck und Bundeskanzler persönlich verantwortlich. Sie haben diese 6 Anlagen nicht gerettet und den Atomausstieg nicht gestoppt, obwohl seine schlimmen Folgen da längst absehbar waren. Strompreise gehören zu den höchsten in Europa und bleiben hoch. Der zitierte Report von Veronika Grimm ist dabei noch nicht mal konservativ pessimistisch. Hier seht ihr die CO2-Bilanz und die Elektrizitätswirtschaft und ihr seht hier beispielsweise, während Schweden, Norwegen, Frankreich, Finnland, Belgien, Österreich, Portugal, Spanien, ja, Dänemark, dann Großbritannien, Niederlande, Italien, Irland und dann irgendwann kommt Deutschland. Nur die Polen sind aktuell klimatechnisch noch schlechter dran als wir in Deutschland. Aber trotzdem, ja, rennen wir hier überall in der Welt rum und glauben allen diktieren zu können, wie sie ihre Energiewende hinkriegen sollen. Und das geht hier noch insgesamt immer weiter, ja. Auch hier, ne, zusammen mit Demografie, Bildungsmisere und Kriegslasten wird uns das als Industrieland voraussichtlich den Hals brechen. Die schlimmste Folge des Atomausstiegs ist, dass er unsere energetisch-ökonomische Handlungsfähigkeit unter Krisenbedingungen erheblich eingeschränkt hat. Ursächlich, bitte nie vergessen, eine Vorstellung, eine grüne Atomangstdoktrin, die über 30 Jahre durch kulturelles Lernen in unserer Gesellschaft implantiert wurde und parteiübergreifend in den politmedialen Diskursen hegemonial war. Also besser kann man das wirklich nicht ausdrücken als Anna Vero Wendlandt. Und ich ermahne jetzt wirklich auch alle Leute, die hier zuschauen. Wir haben diese Themen ja immer wieder hier auch abgedeckt. Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Diese Ampelregierung sorgt dafür, dass durch immer mehr planwirtschaftliche Experimente die Wirtschaft abgewürgt wird. Gleichzeitig verhindert sie positives Wachstum, zum Beispiel durch nuklear, nicht nur die Energie, sondern man muss ja auch die ganze Forschung und so weiter betreiben. Neulich habe ich gerade erst gehört, Joe Keser, der ehemalige Siemens-Chef, im Podcast bei ÖMR und so, der gesagt hat, wir hätten das niemals alles machen sollen und Deutschland könnte mit der Forschung und so weiter mit gutem Beispiel vorangehen, zeigen, wie das alles im Positiven funktioniert und dann diese positiven Beispiele exportieren in die ganze Welt und auch sogar noch Geld damit verdienen. Das heißt, ja, in moderne Kernkraft hätten wir investieren können. Wir wären hier oben angesiedelt und wir hätten dann nicht nur mit niedrigen Energiekosten, mit besserem Klimaschutz, sondern auch noch mit mehr Wirtschaftswachstum in die Welt diese deutsche Kompetenz und Kernwirtschaftstechnologie und vor allem die wissenschaftliche Forschung exportieren können. Das heißt, in allen Bereichen, die wir positiv hätten nutzen können, haben wir das Schlechteste draus gemacht. Und dafür ist nicht mal mehr Merkel verantwortlich. Dafür ist die Ampel verantwortlich.